So, das Vakuum-Sonnensystem VSS 15. Zu welchem Zweck haben wir das eigentlich konstruiert? Ja, um Gase unter besonders schwierigen Bedingungen, feuchte Oberflächen, durchwachsene Böden oder auch sehr, sehr geringe Spuren von Gasen nur, um die aus dem Boden herauszusaugen und so eine wesentlich empfindlichere Anzeige der Gase im Boden zu bekommen. Entweder empfindlicher oder aber auch schneller zu einem Ergebnis zu kommen. Deutlich schneller, als wenn man längere Zeit warten müsste, zum Beispiel nach einem Tracergas-Einsatz. Wie setzt sich das System zusammen? Auf der einen Seite habe ich die Sonde mit zwei verschiedenen Ansaugmöglichkeiten. Der Glockensonde mit einem Schaumgummi-Unterbau, der also die Abdichtung zum Boden ermöglicht. Eingebaut ist hier, wie auch in der anderen Sonde, eine Kugel, die das Eindringen von Wasser verhindert, das Heraussaugen von Wasser aus dem Boden und damit ein Durchdringen der gesamten Sonde. In der Bohrlochsonde ist eine ähnliche Oberfläche hier, ist also auch diese Gummikugel eingebaut, die aufschwimmt, wenn Wasser dort hineinkommt und damit abdichtet. Montage, ganz einfach, draufsetzen, Klick oder im Stehen aufsetzen und zu. So, dann habe ich hier die Kabelführung von der Sonde aus zur Elektronikbox. Ich schalte hier mit ein und aus. Oben auf der Sonde ist die Anzeige für den erreichten Unterdruck, so ein bisschen zur Kontrolle, wie gut ich andrücke und wie gut die Oberfläche eben abdichtet. Ich baue das jetzt einmal zusammen. Ich schließe also hier den Ansaugschlauch an die Sonde an. Wird von hier aus also durchgeführt, hineingeführt. Und das Kabel führe ich parallel. Herauskommt aus dem Rucksack, der auf dem Rücken ja dann transportiert wird, der Schlauch für das Messgerät, nochmal abgesichert durch einen Filter, der möglicherweise durchschießendes Wasser, was man nie ganz ausschließen kann, auch wenn man das hier sehen würde, nochmal verhindert, sodass dann eine erhöhte Sicherheit damit gegeben ist. An dieser Stelle ist der Auslass, aber wir gehen jetzt erst nochmal in den Rucksack hinein. So, wir saugen über diesen Ansaugschlauch hinein. Passage durch einen Filter, in dem werden die gröbsten Schmutz, Staub und Drecksachen herausgefiltert, sammeln sich hier unten. Er kann ausgeschüttet werden. Irgendwann muss der Filter auch erneuert werden, aber ansonsten reicht das für eine lange Betriebszeit erstmal. Auslass aus dem Filter, in die Pumpe hinein, aus der Pumpe hinaus und dann in einen Bereich hinein, wo ich einmal die Gasprobe ansauge und auf der anderen Seite einen Auslass habe, der ist noch mit einem Schalldämpfer versehen, sodass ich also möglichst geräuschminimiert hier arbeite. Das mündet dann in diesen Ablassschlauch hinein und wird also hier rausgehen. Hier ist die Batterie, ein Bleiakku eingebaut, der eine Betriebszeit von ca. 2 Stunden, aber sehr stark davon abhängig, wie stark die Pumpe saugen muss, wie stark sie aufgedrückt wird, welche Pumpenintervalle ich überhaupt fahre, aber etwa 2 Stunden Betriebszeit. Eine Kontaktierung hier zur Elektronikbox kann ich abnehmen. Ich kann den gesamten Akku herausnehmen und separat laden. Die Box mit einem Batteriewächter, mit einer Haupt-Ein- und Ausschaltmöglichkeit und hier eben mit dem Kabel, um die Fernauslösung von der Sonde eben zu bewerkstelligen, damit ich auch zwischendurch bei Pausen, wenn ich die Sonde abnehmen möchte von einer Oberfläche, wo sie sich fast festgesaugt hat, um die dann einfach mal ausschalten zu können, um dann eben das bewerkstelligen zu können. Abgesichert nochmal mit einer Sicherung. Ja, das war es eigentlich. Die ganzen Schläuche kommen hier raus. Ich kann hier zumachen. Und das System ist einsatzbereit.